Willkommen zurück bei Was wird in dieser Folge eher wieder alles falsch machen? Schön, dass du dabei bist und mir das in die Kommentare schreiben wirst. Die Rail Valley, los geht's. Wir wollen mit diesem Zug in das D-Feld. Wir haben einen Rangierauftrag angenommen, weil Zuschauer behaupteten, dies sei letztlich eine gute Geschichte, weil da bekommt man the most bang for the buck, wie ich immer zu sagen pflege. Ist das... Ja, wir fahren nach Südwesten raus. Genau. Also, für euch, wir fahren gerade hier raus. Das heißt, wirklich zurücksetzen müssen wir die Weiche umstellen. Da müssen wir uns immer links halten, bis wir in den D-Block kommen. Und im D-Block müssen wir in D1 abladen. Easy peasy lemon squeezy. Das heißt, ihr könnt ja mal ein bisschen mehr Stoff geben. Wir wollen ja schließlich heute noch fertig. Wir werden den Zeitbonus mit einheimsen. Ups. So, wo haben wir denn hier die Sachen, die ich suche? Hauptbehälter, Schmieröl, Hauptleitung, Öltemperatur, Drehzahlmesser, Sand. Es war übrigens einhellige Meinung bei euch, dass ich häufig wirklich ein bisschen zu vorsichtig unterwegs bin, ja. Das mag sein. So, ich frage kurz für einen Freund. Wir müssen wirklich ganz, ganz außen hin, ja. Kriegen wir hin. So ein bisschen, ich mag diese Außenansicht, auch wenn wir da möglicherweise Infos verpassen. Dann mache ich das mal so, ja. Aber nur ausnahmsweise. So, da ist das schon gestellt. Bahnübergang ist schon runter, weil die wussten halt, oh je, der Garderoll kommt. So, der muss noch umgestellt werden. Und ich weiß gar nicht, ist das ein Leerzug? Ist es so, wenn die Wagen farbig sind, dass dann da was drin ist? Mal gucken. Und vor allem bin ich gespannt, wie schnell geht das jetzt wirklich? Oh, wir haben keinen... Wieso haben wir das... Das Hintenlicht geht nicht, okay. Na gut. Und das andere, was ich nochmal bekommen hatte als Hinweis, ist, dass wir immer natürlich dran denken müssen. Oh, was machen wir jetzt? Hilfe! Aua! Entschuldigung! Hallo? Wir müssen immer dran denken, die Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter, die zählen ja für den Bereich, wo der Zug das dann passiert hat, ne? Also das ist eine Sache, da habe ich auch nicht so dran gedacht. Das ist aber auch wie in allen Bahnsimulationen so, da habe ich mich ja schon häufiger gefragt. Wenn man am Schild vorbeigefahren ist, dann ist das gültig, also ungültig. Also du weißt, wie ich es meine, ne? Das Hinterteil des Zuges, ne? Sehr schön. Ich glaube, ein bisschen muss er noch. Und das kann man schon bald wie so eine Modelleisenbahnsteuerung von oben, ne? Kann man die bald machen. So, damit ist das. Das müsste dann... Hä? Ach, er rollt. Oh Gott. Er rollt. Halt. So, erstmal hier, Fahrtrichtungswender. Hallo? Nein, nein, nein. Wir wollen nicht, dass hier irgendwas... Unplanmäßiges passiert. Irgendwas ist passiert.
Ist schon irgendwas passiert. Bin ich auf Motor ausgekommen, kann das sein? So, erstmal Fahrtrichtungswender. Nach da. Dann Motor wieder anlassen. So. Und jetzt können wir... Jetzt könnten wir eigentlich mal schauen, wo wir eigentlich genau hin müssen, ne? Oh, sogar im Tunnel die Geräusche. Wie cool. So, pass auf, wir müssen nach D1L. Und D1L... ist... D1... ist das rechteste Gleis, wenn wir gleich da reinfahren. Wir kommen ja von Südwesten. Genau. Das müsste dann das rechteste Gleis sein. Gut, suchen wir mal kurz. Also hier sieht es noch gut aus. Hier sieht es gut aus. Gucken wir mal, ob das die richtigen Gleise sind hier. D1L, genau. Wir müssen... in das rechteste Gleis rein. Und das ist hier schon mal nicht gegeben. So. Findet ihr es eigentlich störend, dass ich das zu Fuß mache? Es ist so, ich meine, es ist überhaupt nicht so der Garderobe, wie man ihn kennt, ja. Aber die andere Option ist, dass wir das per Fernbedienung machen, dran vorbeifahren, uns ärgern, wieder rückwärts fahren. Und das ist, glaube ich, ja auch jetzt nicht so... das, der Wahrheit letzter Schluss. Das hier ist das Gleis, da geht es in den Reparierschuppen, wenn wir die Reparaturen demnächst mal selber durchführen wollen. Was, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit... Warte mal, kann ich den von Hand umlegen, wenn ich nur hier drauf gehe? Ja, okay. Was, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit wäre, um demnächst da mal Kohlen zu sparen. Aber wir müssen dahin. So war das, ne? So. Und hier lang. Und da... und da. Das sieht gut aus. Und ja, wenn ihr zufällig im Zugdienst unterwegs seid, ich weiß, viele meiner Zuschauer verfolgen das ja mit Spannung und wissen, was für ein Blödsinn ich eigentlich mache. Manchmal haltet ihr auch, also ich hätte natürlich jetzt das noch stylischer machen müssen. Ich hätte hier eigentlich mitten auf der Straße halten sollen, ne? Aber der Effekt ist der gleiche. Die Schranken bleiben ja unten. Damit das haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Da kann ja gar nicht schief gehen. So, da klettern wir mal hier wieder rein. So. Würde ich sagen, let go. Dann machen wir mal hier die... Ich will nur mal eben gucken, wo sehen wir das genau? Hauptleitung. Gucken wir jetzt hier. Okay. Und dann hier die Lokbremse. Geht. Frage ist, was ist denn die Motorbremse? Was ist denn... Das wurde uns, glaube ich, auch mal erklärt, ne? Wollen wir das mal, während das Ding hier ohnehin vor sich herrollt, wollen wir das mal eben nachschauen? Handbuch, Züge. Kupplung, Bremsen. Lokbremse, Zugbremse. Handbremse, dynamische Bremse. Alternativen Bremsen zur Geschwindigkeitsregulierung ausgerüstet. Neben elektrodynamischen und hydrodynamischen Bremsen kann dies auch eine Motorbremse sein. All diese Bremsen wirken auf den Antriebsstrang eines Fahrzeugs, ohne die Reibungsbremsen zu belasten. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, ne? Also wir wollen hier eine gute Motorbremsung haben und dann wollen wir trotzdem aber Gas geben, oder? Nee, das geht nicht. Okay. Na gut. Ja, dann machen wir ein bisschen mutiger hier. Jetzt haben wir übrigens wieder die Frage, ob die jetzt hier überhitzt, die Kollegin. Aber nee. Also sieht so aus, als wäre diese Lok auch wirklich deutlich leistungsstärker, ne?
Hier mal die Ansicht, dann seht ihr mehr. Und wie gesagt, dann bin ich gespannt, ob das wirklich schneller ging oder ob es nur deshalb nicht schneller ging, weil ich so langsam bin. Und ich bin gespannt, ob es da einen Soundmod gibt, weil das ist ja nur wirklich... Die klingt doch so nicht. Kannst du mir nicht erzählen. Ich überlege gerade, wie das klingt. Also was ist das, wonach das klingt? Was würdet ihr sagen? Ja, also Rasenmäher ist es ja nicht, ne? Aber weit weg ist das auch nicht. Ist ja auch kein... Ein Zweitakter ist es nicht. Ist kein... Es klingt jedenfalls nicht so, wie ich mir vorstellen würde, wie so eine Lokomotive, die hier... Weiß ich nicht, was mag die ziehen? So klingt es jedenfalls nicht. So, bis jetzt ist es noch nicht geknallt. Wir sehen da hinten auch gar nicht, was passiert. Lasst mich raten, ihr würdet eigentlich von mir erwarten, dass ich das richtig mache dahingehend, dass wir den Zug so rausziehen, dass wir den hinterher mit der Lok wieder reinholen, mit der Lok dann am Zug vorbeifahren, oder? Geht hier aber gar nicht. Oder geht das? Hat es jetzt Sinn gegeben, was ich gesagt habe? Na, wahrscheinlich auch wieder nicht. Ja, man kennt das ja. Okay. Noch hat es nicht geknallt. Aber bei Rangierfahrten werden doch auch so Züge zurückgesetzt, oder? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich weiß das wirklich nicht. Das interessiert mich natürlich. Ich lerne immer gerne dazu. Sagen wir, dass nicht auf TikTok tut. Also, wie gesagt, ich bin ja aus Studienzwecken zur Weiterbildung hinsichtlich meinen anderen beruflichen Tätigkeitsfeldern da ab und zu mal unterwegs und ich muss sagen, ich bin wirklich erschrocken. Also ich sag mal RTL 3, ja? Das ist unglaublich. Unglaublich. Wie erschrocken ich da bin, meine ich. Ich nehme mal, wir müssen hinter das Schildchen, ja? Also ich würde jetzt mal annehmen, die ungeschriebene Regel im Bahnleitbuch nach DIN irgendwas 35 Milliarden 560 wäre. Dass man sagt, der Wagen muss so zum Stand gebracht werden, dass er hinter dem weichen Teil gerade parallel zum nächsten Gleis steht und dann ist es in Ordnung. Das würde ich jetzt mal annehmen. Ja, keine Ahnung davon, aber das wäre jetzt so meine recht kindliche Annahme. Und damit würde ich sagen, so stehen wir eigentlich ganz gut. Ja. Würde sagen, das geht so. Hätten wir vorher gucken müssen, ne? Das ist, glaube ich, die Lok, mit der wir hier hingekommen sind. Läuft die noch? Nicht, dass wir da Wartungskosten zahlen müssen. Das wollen wir nicht. So, machen wir mal zu. Gut. Ja, da haben wir gerade gegen meine eigene Regel verstoßen, ne? Der ist ja noch nicht so weit hier. Das heißt, wir müssen hier nochmal die... Was ist die? Ja. Da fahren wir nochmal gefühlt ein paar Meter. So. Dann würde ich sagen,
Einmal den hier fest. Und dann... Oh, das war nicht gut. Wobei, muss man die entlüften? Also wisst ihr, wie ich meine? Nee, ne? Ich will jetzt mal annehmen, nicht. So. Die Frage ist jetzt, war es das? Also, für den Auftrag nicht, ne? Wir haben einen zweiten Teil, ich weiß. Aber wie sehen wir denn jetzt, ob das richtig ist? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir in D4S. In D4S müssen wir CFF 6, 1, 8 und Co. Das ist wahrscheinlich der hier. So, da habe ich auch was vorbereitet. Warten Sie kurz. Weil die sind ja jetzt nicht so wirklich schön. Ja, kann man zum Beispiel in so ein Tankding zurückverwandeln hier. Finde ich auch ganz schick. Ja? So. Dann wollte ich es gucken. Sind 1, 2, 3. D, 4, S. Nee, das ist falsch hier. D4S. 1, 2, 3. Hilfe? FF. Wir sind noch im Bahnhof FF. Das ist alles richtig. Ach, wir sollen die entladen und dann weiterfahren. Und dann müssen wir nicht hier hin, weil das ist das falsche Gleis, oder? Nee, die stehen da im Weg. Warte mal, sind das denn dann die richtigen? Bam, 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 bam. CFF 618. bis CFF 742 und dann in 3S. Okay, verstanden. Wir müssen den Zug also noch enttrennen. Enttrennen. Natürlich, Garol. Zack. Hier wieder ran. Ja. So. So. Und jetzt müssen wir rausfinden, irgendwo ist hier ein Ladeterminal. Wo wir sagen können, hier abladen, oder? Weil im Moment sind ja die Container noch drauf. Ah, hier. Diese Maschine entlädt oder lädt. Entladen. In der Realität wäre das praktisch. So. Müssen wir jetzt mitdenken. Müssen wir jetzt mitdenken? Und könnte ich gerade einen Fehler machen? Was sagt denn der Logiker Garol dazu? Wir müssen jetzt erst das hier machen. Weil das der Hinterteil des Zuges ist. In die 3S müssen wir das machen. Und da ist das nächste Problem. Da steht unsere Lok im Weg, ne? Nee. Hier. Wir müssen also erst den hinteren Teil abkoppeln. Weil sonst müssen wir zweimal fahren. Ha! Jetzt bin ich ein bisschen stolz auf mich. Hoffe ihr auch. Ihr habt damit nicht gerechnet, oder? Seid ehrlich. Ach komm. Es blinkt. Keine Ahnung, was man das sagen soll. Was ist das? Hauptluft. Heißt es, dass der noch Druck aufbauen muss? Oder habe ich... Ich habe sowieso vergessen, hier die Bremse da lösen. Hm. Hallo?
Machen wir mal zu, damit es nicht so laut ist für euch. Hallo? Zack. Ja, und dann müssen wir hier raus, nicht? Alles gut. Alles in Load auf dem Boot. Alles in Butter auf dem Logger. Da müssen wir die richtigen Wagen finden, wo wir die dann entsprechend abhängen können. Mich mal genauso abgehängt wie du, ey. Was? Hat er nicht gesagt. Aber hier so, ne? Sieht man wenigstens was. Sehr gut. Oder aber wir hätten jetzt einfach, wir wären weiter durchgefahren, also rückwärts weiter durchgeschoben und dann vorwärts rein. Das wäre natürlich auch gegangen. Dann aber wieder andersrum. Also dann wäre es andersrum richtig gewesen. Gut. Kriegen wir hin. Wie dem auch sei, an dieser Stelle Schluss. Nächste Folge gibt es jetzt sofort von der Stutz auf Gato Plus. Danke, wenn ihr das macht. Das hilft mir wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.